Top-Spiel ohne Top-Zuschlag. Das soll gesagt werden. Düsseldorf zu erkennen an den weißen Trikots, übernahm sofort das Kommando. Das ist Rudi Bommer. Und in den ersten vier Minuten, erspielte die Elf von Willibert Krämer gleich vier Eckbälle hintereinander. Wieder Bomber, Kraus dazwischen, der zweite Eckstoß in der dritten Minute. Fortuna aggressiv und spielbestimmend in der Anfangsphase. Edvaldson kommt nicht heran, Weikel, vorbei an Dremmler. Bockenfeld, der erste Warnschuss. Die Gäste aus München ohne den erkrankten Larbi und den gesperrten Flügler, zunächst defensiv und verhalten. Karl-Heinz Rummenigge, Mannschaftskapitän, bewacht von Kuczynski. Und dann der erste Ausflug von Augenthaler, Bayerns Libero, 25 Meter, Kleff reagiert hervorragend. Dürnberger. Viel Prominenz im Stadion, unter anderem Bundestrainer Daval, aber auch die Bundesligamannschaften von Hamburg, Uerdingen und Kaiserslautern. Und sie sahen packende 90 Minuten. Erste Unsicherheit in der Düsseldorfer Hintermannschaft. Das ist Michael Rummenigge, der heute Geburtstag feiert, 20 Jahre jung ist er. Dann die Achse Bockenfeld-Bommer. Sie funktionierte immer besser. Bommer vorbei an Achtwein. Thiele hat die 1:0-Führung praktisch auf dem Fuß. Nach dem Warnschuss von Augenthaler bestimmte Fortuna Düsseldorf mehr und mehr das Spielgeschehen. Bommer im Zusammenspiel mit Edvaldson. So ganz nach dem Geschmack der Zuschauer und obwohl es wirklich stundenlang geregnet hatte, der Boden gut präpariert von der Düsseldorfer Stadt und die Spieler kamen mit den Bodenverhältnissen glänzend zurecht. Gerd Sewe, Düsseldorfs Libero. Zunächst wenig vorne zu finden. Ja, und da hat Edvaldson die Gelegenheit, das 1:0 zu erzielen, wieder vertan. Düsseldorf rennt auf das Tor von Bayern München, doch der Torerfolg bleibt aus. Augenthaler, Bayerlorzer, Nachtweil, sie hatten alle Hände voll zu tun. Der fünfte Eckball für die Düsseldorfer Fortuna nach genau 30 Minuten. Bockenfeld. Dann ist Dusent da und er erzielt das 1:0, das viel umjubelte 1:0 für die Düsseldorfer Fortuna nach exakt 30 Spielen. Noch einmal, der Eckstoß von Bockenfeld. Dann das gewonnene Kopfballduell von Edvaldson. Dusent erkennt die Chance, keine Gelegenheit für Jean-Marie Pfaff, das Tor noch abzuwehren. 1:0. Wieder Bomber. Gefault von Grobe und es gibt in diesem Spiel die einzige gelbe Karte von Dr. Umbach aus Rottorf für Grobe nach diesem Foul an Bommer. Freistoß Zewe und dann ist Thiele da und nur 3 Minuten später das 2:0 für die Düsseldorfer Fortuna. Diesen Treffer sehen wir noch einmal, den Freistoß von Zewe. Bei Kopfstößen waren und wirkten die Düsseldorfer immer stärker. Und die Spitzen waren halt schneller im Nachsitzen. Wiederum Augenthaler und Jean-Marie Pfaff geschlagen. 2:0.
Dann wieder Rudi Bommer, der sich heute zum wiederholten Male eindrucksvoll für die Nationalmannschaft empfahl.